Hallo Leute, willkommen beim LS22 Tutorial Video. In diesem Video zeige ich euch, wie man Wasser bekommt. Wasser braucht man im LS22 beispielsweise für Gewächshäuser und für die billigen Tierställe, die keine Gebäude daran haben. Ja, und wie kann man sich ein Wassergerät kaufen? Da geht man in den Shop, hier bei den Geräten. Und dann bei der Tierhaltung gibt es Wassertanks. Der billigste und einfachste ist hier dieser Joskin Aquatrans, der fasst 7300 Liter, kostet knapp 10.000 Euro und kann mit einem Traktor betrieben werden. Dann gibt es hier dieses Tankfahrzeug, das fasst ein klein bisschen mehr, 8000 Liter, aber er kostet mehr als doppelt so viel, weil der unter anderem auch Milch und andere Flüssigkeiten transportieren kann. Und der Nachteil von dem ist, dass der einen Drehschemel hat. Es ist für Anfänger sehr schwierig, den rückwärts einzupacken. Und hier, wenn man im größeren Maßstab arbeiten will, gibt es hier auch noch den großen LKW-Auflieger-Wassertank. Und der kostet entsprechend mehr. Es passen auch 32.000 Liter rein. Da braucht man dann keinen Trecker für, sondern einen LKW. Oder einen Trecker mit Dolly. Da kann man hier auch mal gucken. Das hier sind die LKWs. Am kraftvollsten ist aktuell der MAN. Und hier ist so eine Dolly. Das ist so ein Adapterteil, wo vorne dann ein Trecker drankommt und hinten kann man da einen LKW-Anhänger mit ankoppeln, also einen Auflieger. Gut, jetzt haben wir also das Gerät. Und wo kriegt man Wasser? Die offizielle Methode, um Wasser zu kriegen, ist hier bei solchen Wassertanks. Wenn man als neuer Farmer startet, hat man auf seinem Grundstück schon so einen. Wenn man im Farmmanager-Modus startet oder bei Null beginnen, dann kann man sich so einen bauen. Ich gehe mal mit Umschalttaste und P ins Baumenü. Und zwar gibt es das bei den Containern. Bei Gebäude und dann Container. Und erstmal sieht man es nicht, so startet es. Und dann muss man ein bisschen scrollen und dann sieht man es hier, kostet 3000 Euro. Und es gibt auch jetzt schon Mods mit solchen Wassertanks, die zum Teil viel kleiner sind, nehmen weniger Platz weg, zum Teil auch viel hübscher, nette Brunnen und so. Und je nachdem, welchen Mod man hat, kann man da kostenlos Wasser tanken und auch viel schneller. Ich verlinke euch mal mein Wasserpack, da kann man kostenlos und schnell tanken und es gibt drei verschiedene Modelle. Aber bleiben wir beim Standard. So. Ich öffne hier mal das Hilfemenü. Da sieht man ganz oben jetzt R, Befüllung starten. Das machen wir mal. So, und jetzt guckt mal da oben auf das Geld. Das wird weniger. Und da unten, da wird es jetzt langsam etwas mehr. Jetzt haben wir hier schon gut 20% befüllt und es hat ordentlich gekostet. Ich stoppe das mal. So. Wir zahlen 10 Cent pro Liter Wasser, wenn wir das aus so einem Wassertank holen. Und für kleinere Mengen und reiche Bauern ist das akzeptabel, aber für arme Bauern ist es ein bisschen schwierig. Da fragt man sich, könnte man nicht auch woanders billiger Wasser herkriegen? Und häufig funktionieren Wasserläufe und Seen in LS-Versionen, um Wasser zu kriegen. Man könnte es also mal hier probieren. Fahren wir hier mal rein. So. Und man kann bei sowas das Menü offen halten. Und sobald Befüllung starten erscheint, könnten wir hier Wasser tanken. Aber bei diesen Mini-Gewässerchen kann man kein Wasser tanken. Es ist einfach zu niedrig. Und hüpfen wir mal weiter zu einem anderen, den ich hier schon bereitgestellt habe. Da steht oben links Befüllung starten. Der kann also starten. Und in diesem Gewässer füllt der auch viel schneller auf.
Das Schöne an diesem Teich ist, ich zeige euch gleich, wo der ist. Der ist tief genug, um Wasser zu kriegen, aber nicht so tief, dass der Traktor drin versinkt. Das ist also ein Vorteil. Der Nachteil ist, dass es relativ steil nach oben geht. Wenn man jetzt so einen ganz großen Wassertank hat mit dem LKW, muss man sehr schräg fahren, um überhaupt die Kraft zu haben, da wieder rauszukommen. Ja, hier, der ist jetzt schon praktisch voll. Hüpfen wir mal weiter. Ich wollte euch auf der Karte zeigen, wo der ist. Dieser See hier ist ganz in der Nähe vom Shop. Und die anderen Seen, die es hier gibt, dieser hier zum Beispiel und dieser, die sind zu flach. Und den da unten habe ich noch nicht ausprobiert. So, es gibt aber noch eine Stelle, wo man Wasser tanken kann. Und zwar in diesem etwas größeren Fluss. Das ist jetzt auch kein großes Gewässer, aber was anderes als dieses Mini-Rinnsal. Da springen wir jetzt mal hin. Der steht jetzt hier im Fluss. Und überprüfen wir. Ja, wir können auch R sagen für Befüllung starten. Und das geht genauso wie in dem Teich. Und man darf das auch ohne Probleme. Und die Wasserqualität ist auch die gleiche. Das gilt zumindest für die Standardkarten. Es kann sein, dass es auf späteren Karten auch so gebaut wird, dass das Wasser aus Flüssen mindere Qualität hat und man das dann erst in Produktionen veredeln muss. Also diese Info gilt für die Standardkarten und fürs Basisspiel. So, jetzt versuchen wir hier mal rauszufahren. Jetzt ist der voll. Der Traktor ist klein. So. Das schafft er kaum. Wir fahren mal wieder zurück. Und jetzt suchen wir uns erstens mal eine flachere Stelle. Wir könnten natürlich auch da rechts rausfahren auf den Fußweg. Aber man kommt auch hier links raus. Erstmal ist es sinnvoll, nach einer möglichst flachen Stelle zu gucken. Hier, da ist die Steigung geringer. Und dann bringt es tatsächlich was, wenn man so schräg fährt. Das ist dann im Prinzip wie eine selbst eingebaute Serpentine. Dann kommt er da viel geschmeidiger bei raus. Jo, das war's zum Thema Wasser im LS22. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.